Nix. So, Moment, sieht man mich? Keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen im Wald jedenfalls mit der Action Cam, was an der Action liegt, die hier gleich stattfinden soll. Nein, ich dachte, ich kombiniere das Sinnvolle mit dem Sinnvollen und erzähle was, während ich gerade eine Runde spazieren gehe. Und ich merke schon, ich muss gleich langsamer machen, sonst habt ihr mich bloß entkeuchend und das hilft keinem weiter, denn immer noch nicht besonders fit. All besser als auch schon inzwischen wieder, aber gut. Ja, Waldfragestunde, hat sich wieder ein bisschen was angesammelt. Zeit habe ich, bis die Sonne weg ist. Danach sieht man mich nicht mehr. Ja gut, dann sieht man mich halt nicht mehr, schlimmstenfalls. Ihr kennt das Prozedere. So, also. Frage Nummer 1, dazu erstmal Szenario. Zwei Alpha-Männer hocken nach dem Ski zusammen in der Kneipe und trinken ein Bier. Und dass beides Alpha-Männer sind, haben sie natürlich beide recht. Kennen wir Alpha-Männer ja alle. und stellen sich die Frage, die zu hitzigen Diskussionen wohl geführt haben muss, was denn nun stabiler ist. Der Baum im Gebirge, der Wind gewöhnt ist, oder der Baum im Flachland, der es eher selten mit Wind zu tun hat. So, also stabil hinsichtlich Wind. Und der Baum, der Wind gewöhnt ist, könnte man ja jetzt auf jeden Fall schon mal meinen, und das stimmt auch, hat natürlich mehr morphologische Anpassungen. Also wächst entsprechend, um Wind besser zu widerstehen, als der im Flachland, der nicht damit rechnet, dass allzu viel Wind aufkommt. Außer er ist an irgendeiner Stelle, wo es auch im Flachland aus Gründen besonders viel Wind gibt. Kann natürlich auch sein. Und was ist jetzt windstabiler? Und das Erste, was man dazu sagen muss, kommt drauf an. Wir müssen ja erstmal klären, wie wir Sturmwurfstabilität oder Windstabilität überhaupt definieren wollen. Tatsache ist, es wurden bisher sicherlich öfter mal im Gebirge einen Baum geworfen, der ja gegen Wind angepasst ist. Aber da ist Wind auch viel, viel, viel häufiger als eben im Flachland, wo man nicht gegen Wind angepasst ist, aber da kommt er auch selten. So, Betonung liegt auf wurden. Also bisher kann man ganz klar sagen, trotz der Anpassung gegen stärkere Stürme fallen sie eher um in den Bergen. Warum? Weil die Stürme halt wirklich überproportional stärker sind. Und im Gebirge steht auch gerne mal ein Nadelbaum. Bei einem Berg Nadelwald ist somit die häufigste Todesursache, wenn die Bäume dann mal ein bisschen älter werden, umkippen im Sturm. Wenn du irgendwas im Holz drin hast, bisschen Pilz, bisschen Virus, bisschen Bakterium, ganz egal, dann hast du auch schon ein Problem, weil der nächste Sturm kommt bestimmt und da liegt man dann auch relativ schnell. Und wenn wir uns die Statistik angucken, hoppala, ich kann mal rein den Baum hängen lassen, was, wann, wie, wo umgefallen ist, ist auch ganz eindeutig, dass Bergbäume schon häufiger einen Windtod erleiden, als das im Flachland der Fall ist. Das heißt, die sind zwar auch besser angepasst, aber es gibt einfach physikalische Grenzen, die man als Baum haben kann, um sich gegen Sturm zu wappnen. Und vor allen Dingen muss man sagen, die größte und beste Anpassung gegen Wind, die ein Nadelbaum machen kann, ist klein bleiben. Es gibt die berühmte Wuchsform der Bergfichte. Die Bergfichte ist deutlich kürzer und vor allen Dingen deutlich dünner als die Flachlandfichte, die wir hierher gepflanzt haben, weil da traut sie sich sozusagen groß und stark zu werden und vor allen Dingen auch dick. Also dick meint größerer Kronendurchmesser, ne? Mehr Windangriffsfläche, als das eben in den Bergen der Fall ist. Da bleiben die relativ kurz und schmal und damit viel geringere Windangriffsfläche. Aber nichtsdestotrotz
ein starker Sturm ist einfach in den Bergen viel häufiger. Und dann kommt noch dazu, die Fichte ist ja eh nicht gut im Boden verwurzeln. Und Fichte ist ja immer noch die Hauptbaumart im Gebirge. Da gehört sie auch hin. Und das bedeutet, wenn sie wenig Boden hat zum Verwurzeln, was sie ja gewöhnt ist von ihrem natürlichen Standort, dann hat sie durch die Form ihrer Wurzel keinen besonderen Nachteil. Aber die Form ihrer Wurzel, wissen wir ja alle, eher flach, bringt auch keinen besonderen Vorteil mit sich. Also man kann da nicht behaupten, dass die Fichte, weil sie es gewöhnt ist, mit ihrer Wurzel da irgendeine besondere super Technik entwickelt hätte. Beziehungsweise gerade wenn der Boden nur sehr, sehr flachgründig ist, wenn kaum Boden da ist, den man überhaupt durchwurzeln kann, dann ist eine Fichte vom Vorteil, weil sie durch ihre ohnehin eher die obere Bodenschicht erschließende Wurzelart und Weise dann trotzdem noch rausholen kann, was halt irgendwie geht. Aber würde man einen Tieflandbaum und einen Bergbaum nebeneinander setzen und beide der gleichen Windgeschwindigkeit aussetzen, dann ist der Bergbaum logischerweise stabiler. So gesehen, der stabilere Baum steht auf dem Berg, nur fällt er da trotzdem häufiger um, weil die Winde da einfach viel stärker sind. Bisher. Ja, es mag sein, dass es in Zukunft aufgrund der Tatsache, dass die Talbäume oder Flachlandbäume nicht an Wind gewöhnt sind und es trotzdem auch im Tal oder Flachland mehr Wind geben wird, möglicherweise, dann mag sich dieses Bild sehr schnell umdrehen, weil wenn mal ein Sturm im Flachland ordentlich weht, dann fällt da halt gefühlt gleich alles um, während im Gebirge es schon ein Extremsturm sein muss, damit da alles umfällt. So, ich hoffe, das war erklärend genug und dann mache ich kurz einen Schnitt für mich und dann geht's weiter. So, nächstes Thema. Wie schlimm ist denn ein super milder Winter für die Natur? So wie jetzt dieser Winter quasi. Wir hatten jetzt den Januar, das war der wärmste Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Bei uns in Skandinavien und noch in vielen anderen Gebieten, also lediglich in Grönland, da war es kalt, habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen, dass wenigstens Grönland, das ich ja jetzt sehr schätze, verschont geblieben ist. Jetzt ist im Januar natürlich nicht der ganze Winter, kann sich noch ein bisschen was tun theoretisch, könnte noch mal einen super kalten Mitte bis Ende Februar geben, könnte auch noch mal einen super kalten März geben, wissen wir nicht, aber was hat das für Folgen fürs Ökosystem, ist das schlimm, 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 muss man sagen, jein, ganz klares jein, zunächst mal sind ja unsere Pflanzenarten, die wir hier haben und auch unsere Insekten und unsere Säugetiere und alles, was hier standardmäßig schon lange lebt, die sind ja gewöhnt, dass es einen Winter gibt, der so kalt ist, dass man sich anstrengen muss bzw. eine bestimmte Strategie braucht, um diesen Winter zu überstehen. Ja, es gibt ja auf der Erde auch Winter, die sind in Anführungszeichen wieder so harmlos, dass man da keine besondere Strategie braucht, um sie zu überstehen. Aber bei unserem Winter, hoppala, Entschuldigung, so, der ist ja schon kalt genug, normalerweise, für diesen Zweck. Sprich, es gibt Frost, weil Frost macht alles anders, weil bei Frost gefriert Wasser und wenn du eine Pflanze bist, dann hast du viel Wasser drin und dieses Wasser soll nach Möglichkeit nicht gefrieren und in dem Moment unterscheidet sich eben, ob eine Pflanze winterhart ist oder nicht. Und natürlich muss man auch noch Abstufungen machen, wie sehr winterhart ist sie denn. Unsere sind im Regelfall ziemlich winterhart, weil es ja immer mal sein kann, dass ein harter Winter kommt. Und früher gab es die ja auch. Und vermutlich wird es die auch in Zukunft hin und wieder mal noch mal geben. Das ist nämlich das große Problem. Es mag uns jetzt so vorkommen, als gäbe es jetzt in kürzester Zukunft überhaupt keinen Winter mehr. Aber das ist unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, es gibt viele Jahre quasi keinen Winter und dann kommt er plötzlich mal wieder. Ja, und dann, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir pflanzen ab sofort Mittelmeerbäume, dann mag das funktionieren für ein paar Jahre, bis dann mal wieder ein richtiger Winter kommt und dann verrecken uns all unsere Mittelmeerbäume. Und das ist so ein bisschen das Problem. So, und da unsere Natur eben darauf ausgelegt ist,
hin und wieder einen kalten Winter zu haben oder durchschnittlich auch schon einen Frostwinter zu haben, führt natürlich das häufige Ausbleiben davon dazu, dass natürliche Regulationsmechanismen außer Kraft gesetzt werden. Soll heißen, normalerweise wird im Winter gestorben. Ist der Winter jetzt aber nicht kalt, wird im Winter halt eben nicht gestorben. Und das verschiebt so ziemlich alles. Strategien, die effizient sind und auf einen kalten Winter ausgelegt sind und dafür relativ viele Ressourcen kosten, werden ineffizient, wenn kein kalter Winter kommt. Man verzichtet da auf einen Haufen Wuchszeit, Vegetationsperiode, als Pflanze jetzt beispielsweise, wenn man eben damit rechnet, oder kommt ein kalter Winter, ich mach dicht, ich mach nichts mehr, dafür kann mir auch nichts was anhaben. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Nadelbaum ist grün, kann an Tagen wie heute problemlos Photosynthese machen. Laubbäume können das eben nun mal nicht ohne Blätter dran. Und das heißt, es profitiert derzeit in unseren milden Wintern ganz eindeutig das immergrüne Zeugs. Und das ist eigentlich nicht vorgesehen, ja? Natürlich sind wir ja eigentlich ein Laubwald. Und das schmeißt halt wirklich schon ein bisschen was durcheinander. Das ist bei einem milden Winter nicht schlimm. Bei vielen milden Wintern wird es irgendwann, ja, muss man sich jetzt auch wieder fragen, was bedeutet schlimm? Aber bei vielen milden Wintern führt es irgendwann zu einer definitiv stattfindenden Artenänderung, dass hier also Arten einwandern werden, die nicht angepasst sind auf kalte Winter, keine Energie mit der Vorbereitung auf kalte Winter verschwenden und so lange alles andere dominieren, bis mal ein kalter Winter kommt. Dann sind die stärker geschädigt, gegebenenfalls vielleicht sogar auch wieder weg, aber kommen danach dann wieder, bis wieder ein neuer kalter Winter kommt. Und das ist ganz schwer vorherzusagen, was da passieren wird. Eine weitere Folge, die ich vielleicht noch gerade ansprechen möchte, ist das sogenannte Mismatch. Pflanzen sind ja zum Teil für ihre Reproduktion auf Insekten angewiesen, also als Bestäuber, ne? Beispielsweise die lieben Bienen. Und das bedeutet, Biene muss aktiv sein, während die Pflanze blüht. Oder umgekehrt, Pflanze muss blühen, wenn Biene am aktivsten. Oder Fliege, oder wer auch immer für die Bestäubung zuständig ist. Schmetterling, ganz egal. Und das heißt, wenn jetzt unsere Pflanze den Winter irgendwie anders wahrnimmt, wie zum Beispiel die Haseln, die überall jetzt schon massiv Pollen produziert haben, die teilweise schon damit fertig sind und viel früher dran sind als viele, viele andere Baumarten, dann ist das scheiße, weil die Bienen sind ja noch nicht so weit. Die Hasel braucht jetzt keine Biene, aber nur so mal als Beispiel. Haselblüte plus Rest vom Ökosystem, sind jetzt, das aus dem Winterzustand erwacht, sind dieses Jahr extrem weit auseinander. Und das ist nicht Sinn der Sache. Und das nennt man halt eben ein Mismatch, wenn Blütezeit und Bestäuber wacht aus dem Winter auf Zeit nicht miteinander übereinstimmen und die sich gegenseitig sozusagen verpassen. Und das nimmt immer mehr zu und wir kriegen immer mehr auseinanderdriftende Blühzeiten verschiedener Pflanzen und auseinanderdriftende Schlüpfzeiten verschiedener Insekten. Für komplexere Tiere, sage ich jetzt mal, wie Vögel oder Säugetiere, ist es nicht so dramatisch. Die sind da deutlich anpassungsfähiger. Aber schön finden die das auch nicht, wenn plötzlich alles auf den Kopf gestellt wird. Ja, aber diese Mismatches, die sind sicherlich auch nochmal ein größeres Problem. Jo, ist ein Thema, kann man ganz viel zu erzählen. Werde ich bei Gelegenheit sicherlich auch nochmal aufgreifen und auch gerne nochmal vertiefen. Wo hocke ich mich hier hin? Irgendwo hocke ich mich mal kurz hin. Weil ich habe hier gar nicht so viel Wald. Komme dann ja schon wieder raus, wenn ich jetzt nicht mich nicht irgendwo hinhocke. So. Puff. Eleganz und Grazie. Gut, ja, das war also Thema, wie schlimm ist ein milder Winter. Wer dazu noch gerne was ergänzen in die Kommentare schreiben möchte, bitte gern. Aber ich habe diesmal wirklich nur begrenzt Zeit und ein paar Fragen und möchte deshalb die einzelnen Fragen ein bisschen kompakt gestalten.
So, wir kommen zur nächsten Frage. Ich hatte sie mir extra aufgeschrieben. Gibt es auch Wurzelwachstum im Winter und wie funktioniert das? Und wenn jetzt der Winter mild wird, ist das nicht für den Baum ein großer Vorteil, weil er dann besser mit der Wurzel wachsen kann? Das wäre ja auch für einen Laubbaum ein Thema. Ja? Nur so theoretisch, wenn der Laubbaum zwar im Winter ja keine Blätter hat, da kann er logischerweise nicht großartig mit denen was anfangen, aber er könnte ja theoretisch mit Reservestoffen aus der Vegetationsperiode noch ein bisschen seine Wurzel wachsen lassen, um dann im nächsten Jahr mit einer höheren Wurzelmasse, einer besseren Wasseraufnahmekapazität, bessere Chancen beim Durchstarten im Frühjahr zu haben. Ja, die meisten Bäume bei uns zulande verfolgen ja die Strategie, dass sie im Frühjahr möglichst gleich mal alles geben, das Maximum ihres Wachstums und vor allen Dingen ihr wichtiges Höhenwachstum, was wichtig ist, um über alles andere drüber zu wachsen nach Möglichkeit. Der Baum, der am weitesten oben ist, ist immer der Chef, beziehungsweise hat es am besten und am leichtesten, dann weiter durchzukommen. Dieses Höhenwachstum findet bei den meisten einheimischen Baumarten, egal ob es Nadel- oder Laubbaum, so früh wie möglich statt. Ja? Also die schießen los, hauen alles raus, was geht, und dann kann man sagen, nutzen Sie erstmal den Rest der Vegetationszeit, um sich wieder zu erholen vom starken Ausschießen im Frühjahr und dann halt langsam auch noch deutlich stärkeres, langsameres und stabileres Holz auszubilden. Das kann man übrigens schön sehen, wenn man sich mal eine Stammscheibe anguckt. Bei den meisten unserer einheimischen Baumarten sieht man ja deswegen die Jahrringe überhaupt so gut, weil die eine helle Hälfte und eine etwas dunklere Hälfte haben. Und diese dunklere Hälfte nennt sich Spätholz. Das ist quasi der Holzanteil, der im Rest des Jahres gewachsen ist, während das Frühholz, das ist die hellere Hälfte vom Jahrring, im Frühjahr allein schon angelegt wird. Und ich sage jetzt mal ganz grob, meistens, da kann man auch nicht sagen, aber oft ist es so, dass das beides ungefähr gleich dick ist, mit dem Unterschied, dass eben das Frühholz innerhalb von ein bis, sagen wir mal, zwei Monaten angelegt wird und das Spätholz im Rest des Jahres, wo überhaupt noch Wachstum möglich ist. Ne? Bei Nadelhölzern heißt das das ganze Jahr, insbesondere wenn es ein milder Winter wird. Das heißt, bringt es jetzt was, wenn man im Winter Wurzeln anlegt, um eben diesen Wachstumsvorteil im Frühjahr zu haben? Können im Winter überhaupt Wurzeln angelegt werden? Naja, da muss man sagen, beim Nadelbaum definitiv selbstverständlich, weil der wächst ja generell ganz regulär weiter. Reduziert, weil er zu Frostschutzsicherungszwecken, um über den Winter zu kommen, falls doch dann mal Frost kommt, unter anderem in den Nadeln Glycerin eingelagert hat, das einfach dazu dient, dass die Nadel nicht gefriert und platzt, weil wenn das Wasser gefriert, dehnt sich es aus, dann würde eine Nadel, in der Wasser immer drin ist, natürlich logischerweise dann platzen und deswegen ist Glycerin drin, damit sinkt der Gefrierpunkt des Wassers massiv nach unten und die sind relativ safe. Dieses Glycerin behindert aber die Photosynthese so ein bisschen, ganz grob formuliert, und das führt dazu, dass das Wachstum im Winter nie hoch ist. Davon abgesehen sind die Tage kurz und je mehr Licht, desto mehr Wachstum, wenn man Photosynthese betreibt, und viel Licht gibt es halt eben nicht. Aber ein Nadelbaum kann so lange problemlos Wurzelwachstum auch im Winter betreiben, wie er eine Bodentemperatur von mehr als 5 Grad vorfindet. Ja? Und wie es halt in seine jeweilige individuelle, durchaus individuell verschiedene Strategie reinpasst, das überhaupt jetzt nennenswert zu betreiben. Grob weiß man, dass Bäume sehr wohl steuern können, ob sie jetzt vermehrt Zweige wachsen lassen, Stamm wachsen lassen, Wurzel wachsen lassen, also wo sie ihre Ressourcen jeweils reinstecken, in welches große Organ. Man spricht bei Pflanzen immer von den drei großen Organen. Das ist einmal die Sprossachse, im Fall von einem Holzpflanze ist es ein Stamm. Es sind die Blätter bzw. Nadeln und es ist halt eben die Wurzel. Und da können die schon hin und her schieben. Oder man spart sich halt ein bisschen was und setzt mehr auf die Stärkung des, wenn man es aufs Tier übertragen möchte, Immunsystems, dass sie also besser Abwehrstoffe produzieren, beispielsweise Gift oder Harz im Fall vom Nadelholz und so weiter. So, das heißt, bei den bisschen Ressourcen, die im Winter zur Verfügung stehen für den Nadelbaum, mag das, wie gesagt, wegen dem Wuchsvorsprung im Frühjahr durchaus ein Thema sein, sich noch ein paar zusätzliche Wurzeln anzulegen. Das kann schon also stattfinden.
Muss aber nicht zwingend, das hängt immer auch sehr davon ab. Erstens individuell und zweitens, was für ein Jahr gewesen ist, wenn zum Beispiel mit vielen Schädlingen gerechnet wird in der individuellen Strategie der jeweiligen Baumarten, was derzeit bei so ziemlich allem hoffentlich der Fall ist, hoffentlich, dann werden die sich nicht groß mit Wurzelwachstum aufhalten, sondern besser versuchen, möglichst ein paar Schadstoffe gegen Fressfeinde einzulagern, mehr Harz vorrätig zu haben, eventuell Nadelschäden zu reparieren, dafür auch Ressourcen sparen, um dann beim Neuaustrieb im Frühjahr, die schmeißen, regenerieren ja nur einen Teil ihrer Nadeln pro Jahr, normalerweise so zwischen einem Fünftel, einem Viertel und einem Sechstel, so irgendwas von Nadeln wird pro Jahr überhaupt nur regeneriert an Nadelbäumen und ja, ne? Also das wäre jetzt mögliche Strategien. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Warum sind die 5 Grad im Boden wichtig? Das ist die Temperatur, bis zu der die Aquaporine arbeiten. Das sind Proteine in der Wurzel, die dafür dienen, Wasser aufzunehmen. Ja, und wenn die Wurzel kein neues Wasser aufnehmen kann, dann kann die auch nicht mehr wachsen. Beziehungsweise wir gehen stark davon aus, dass wenn die Aquaporine schon nicht mehr funktionieren, die relativ unempfindlich sind, ein normales Zellwachstum bei diesen Temperaturen auch quasi zum Erliegen kommt. Das braucht ja eine gewisse Mindesttemperatur, um funktionieren zu können. Das ist bei einem Säugetier speziell bei uns überhaupt kein Problem, weil wir ja dauernd mit der gleichen Temperatur rumrennen. Bei so einem Baum variiert es halt ganz stark mit der Außentemperatur. Der erzeugt auch ein bisschen Wärme. Ja, es ist nicht so, dass ein Baum gar keine Wärme erzeugen würde oder eine Pflanze generell, aber viel weniger als wir mit unseren 37 Grad, ne? Plus minus. Laubbaum hat halt keine Option, im Winter irgendwie Ressourcen dazu zu gewinnen. Der kann auch kein Wasser aus dem Boden nennenswert aufnehmen, ohne Ressourcen dann dafür zu verbrauchen. Es geht zwar, Wasser zu pumpen, aber dafür müsste man dann eben Energieverbrauch aktivieren. Und das hängt jetzt auch davon ab, wie viel Speicherstoffe hat denn der Baum noch. Theoretisch gibt es bei jungen Pflanzen vor allen Dingen, die man pflanzt, im Winter, auch junge Holzpflanzen, Bäume, Sträucher, die man im Winter pflanzt, dass die dann im Winter noch beginnen, Wurzelwachstum stattfinden zu lassen, sofern es nicht kälter als 5 Grad im Boden ist, um halt eben im Frühjahr dann besser austreiben zu können, besser dann loslegen zu können, eine bessere Wasser- und Nährstoffversorgung zu haben und alles, was an Licht ankommt, direkt zu nutzen. Aber bei einem alten Baum, der ein etabliertes Wurzelwachstum hat, halte ich das für eine eher seltene Strategie, dass der seine begrenzten Ressourcen eben, die für den Neuaustrieb reichen müssen, im Winter schon verbraucht, um noch zusätzlich Wurzel anzulegen. Ja? Aber möglich ist es biologisch. Gut. Dann nächste Frage, die machen wir noch so und dann laufe ich noch ein Stückchen weiter. Die Atlaszeder, ist die jetzt ein Zukunftsbaum, ist die jetzt kein Zukunftsbaum? Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen was, wo man eigentlich wieder noch ein eigenes Video zu machen möchte. Dafür müsste ich allerdings erst eine Atlaszeder finden. Eine Libanonzeder habe ich gefunden, dazu kommt dann auch irgendwann noch mal was. Aber die berühmte Atlaszeder, die ja auch oft in die Kommentare geschrieben wurde, was ist denn mit der Atlaszeder, die Atlaszeder, die Atlaszeder? Bei der Atlaszeder muss man sagen, die ist jetzt so ausnahmsweise mal wirklich eine mediterrane Baumart. Was wir bisher durchgesprochen hatten bei den Zukunftsbäumen, waren überwiegend ja so ungefähr gleicher Breitengrad, so ein bisschen mehr südlich, aber nicht, schon noch ungefähr kügelmäßigte Zone. Also gleiches Ökosystem, plus minus. Die Atlaszeder ist ganz klar eine mediterrane Baumart und das kann zu Problemen führen, weil man sich wirklich fragen muss. Es gibt zwar Versuchsanbauten, die sagen, es geht ganz gut, aber man muss sich trotzdem immer fragen, überlebt die auch den vorher auch schon erwähnten, hin und wieder mal stattfindenden harten Winter? Das Problem ist auch gar nicht so sehr, dass sie nicht mal ein starkes Frostereignis überleben würde. Da kann man zum Beispiel beobachten, dass sie komplett entnadelt wird, aber sich trotzdem wieder erholt oder fast komplett entnadelt wird und sich wieder erholt und so weiter. Aber das sind natürlich nur Einzelbeispiele. Und wo würden die bisher angebaut? Naja, Spanien, Frankreich, Italien, so Sachen. Aber das sind ja alles Länder mit einem starken bis hin zu einem kompletten mediterranen Einfluss. Ja, das kann man jetzt so nicht mit Deutschland vergleichen. Und auch mit dem sich jetzt wandelnden Klima ist es halt sehr, sehr fraglich, inwiefern das dann vergleichbar sein wird. Das
ich kann es nicht oft genug sagen, wir bekommen nicht, nur weil es ein paar Grad wärmer wird, automatisch identisch mit dem Mittelmeer das Klima, das auch ein paar Grad wärmer hat als wir, sondern wir kriegen irgendwas ganz anderes, das durchschnittlich ein paar Grad wärmer ist. Ja, aber nicht einfach irgendein anderes Klima, das schon existiert, vorgesetzt, sondern was komplett Neues. Soweit ist man sich ziemlich sicher. Das ist so vielleicht mit eine der sichersten Aussagen, die man überhaupt machen kann, zur Frage, wie wird es denn jetzt eigentlich genau? Es wird auf jeden Fall ganz anders und nicht vergleichbar mit einem sonst irgendwo auf dem Planet vorzutreffenden Klima. Das wäre einfach. Dann könnte man einfach in die Region gehen und die entsprechenden Bäume da nehmen und bei uns hinklatschen, aber das ist halt eben nicht so. Und der Hauptfaktor ist, wie schon erwähnt, eingangs Faktor Winter, den es ja halt immer mal wieder geben wird. So, und da kommt jetzt die Atlaszeder ins Spiel und hat da ein Problem. Weil Faktor Winter kann ihr den gar ausmachen. Sie verträgt zwar mal deutliche Minusgrade, mal kurz. Sollte es aber mal eine richtig lange Winterperiode geben. Beispielsweise letztes Jahr, wo wir wirklich viel Schnee hatten zwischendurch, wo dann in Österreich die große Schneekatastrophe ausgebrochen ist, in der Schweiz quasi auch, und in Deutschland auch viele Regionen mit so richtig viel Schnee hatten, das auch durchaus über einen längeren Zeitraum, wo man dann auch schon wieder der Meinung war, jetzt reicht's mal wieder. Sowas noch ein bisschen stärker, und das kann jederzeit passieren. Ja, das kann kein Mensch ausschließen. Und dann besteht eine gute Chance, dass uns sämtliche Atlaszederbestände, die woanders stehen als in den mildesten Ecken von Deutschland, schon wieder absterben. Und deswegen bin ich nach längerer Recherche zu dem Thema, was heißt länger, also eine halbe Stunde oder sowas, das reicht für meine Verhältnisse, Entschuldigung, bin ich durchaus skeptisch bei dem Ding. Ja? Dann wurde sie auch gerne mal als die neue Douglasie verstanden. Das hört man auch hin und wieder mal, wenn man da ein bisschen im Internet rumschnüffelt. Viel besser als Douglasie, viel angenehmer, weil kommt von näher her, ist nicht ganz so weit weg, Kalifornien und Atlasgebirge, das ist ja nochmal ganz was anderes, beziehungsweise im mediterranen Bereich fühlt sie sich ja sowieso schon wohl, da kann man sie ja fast schon als heimisch bezeichnen. Nee, eben nicht. So gesehen, je nachdem wie man das auslegen möchte, ist die Douglasie heimischer als die Atlaszeder, wenn man so will, weil immerhin war die Douglasie vor den Eiszeiten oder zwischendrin, das kann man sich jetzt streiten, immer noch bei uns vorhanden. Ja? Das heißt, die ist bei uns eiszeitbedingt irgendwann ausgestorben, aber die war mal da. Das ist ein Argument, was viel von den Douglasien-Fans verwendet wird, um eben Douglasie gut dastehen zu lassen. Es hinkt natürlich schon ein bisschen ab, wann ist eine Baumart heimisch, ab wann ist eine Baumart fremdländisch. Ist sie jetzt fremdländisch, wenn sie 1000 Jahre weg war, wenn sie 2000, 3000, 4000 oder muss sie 100.000 Jahre weg da gewesen sein oder darf sie niemals da gewesen sein oder was muss da jetzt herrschen, um den Begriff fremdländisch zu definieren. Letztendlich ist es ja auch nur eine Begriffsdefinition. Ja, aber jedenfalls, die Atlaszeder macht eben von den positiven Eigenschaften der Douglasie in so ziemlich keinem Faktor Konkurrenz. Sie wächst gut. Es gibt Regionen, wo man festgestellt hat, dass sie besser wächst als die Fichte. Die sind aber wenige. Ja, ist nicht so, dass das der Regelfall wäre, dass die überall besser wächst als die Fichte. Solange die Fichte noch wächst, heißt das. Und damit wächst sie nicht mal ansatzweise so schnell wie die Douglasie. Sie hat ein gutes Holz, sehr, sehr gut, aber muss man auch nicht sagen, dass das besser wäre als das von der Douglasie. Also auch da sehe ich keinen Vorteil. Und das Risiko mit den kalten Wintern, Der Vorteil allerdings, irgendeinen Grund muss es ja haben, dass das Ding jetzt als toll gilt, diese wunderschöne Baumart, die sehen auch wirklich toll aus, sehen wirklich großartig aus, finde ich optisch wirklich sehr ansprechend. Wie dem auch sei jedenfalls, der Vorteil liegt darin, dass die natürlich nochmal als mediterrane Baumart schon allein von ihrer gesamten Genetik her wahnsinnig gut darauf angepasst sind, Sommerdürren zu ertragen. Das heißt, wir könnten mit ziemlicher Sicherheit bei allem, was auf uns zukommt, Sommerdürre, also bei fast allem, je nachdem wie schlimm es wird, aber Sommerdürre als Todesursache für die Atlaszeder wahrscheinlich ausschließen, außer bei den ganz Jungen. Ja, die ganz Jungen haben noch nicht so eine tiefe reichende Wurzel, kommen noch nicht so gut an die Wasserreserven des Bodens ran und überstehen dann eine Dürre deutlich schlechter, als das ein Altbaum tut. Jetzt ist das Problem, wenn
diese super tollen Dürreresistenzeigenschaften nur von Altbäumen geliefert werden. Wo kriegen wir jetzt Altbäume auf die Schnelle her, weil wir jetzt bald welche brauchen? Ausbuddeln, wieder einpflanzen, ne? Ist Quatsch. Das ist immer so ein großes Problem. Das ist auch das Problem, was ich habe, wenn die Leute schreien, wir brauchen mehr alte Bäume, mehr alte Bäume, mehr alte Bäume, am besten sofort. Wie bekommt man einen alten Baum? Man pflanzt ihn und man wartet lange. Und was haben wir nicht? Lange Zeit. Und deswegen ist das immer so ein bisschen, ja, langfristig gesehen, ja klar, gerne Atlaszeder pflanzen, gerne, überhaupt kein Problem. In Versuchsbeständen sowieso, irgendwo, wo sie nicht stört, als Ergänzung gerne. Die ist nicht invasiv, ist eine Halbstadtbaumart, das bedeutet, sie verträgt nur mäßig Schatten, und als Baumart, die nur mäßig Schatten verträgt, kriegt man sie aus einem Wald im Regelfall immer auch wieder relativ leicht raus, wenn es mal etwas mehr als nur mäßig Schatten gibt. Hier übrigens eine Harzkiefer, wo man Harzgewinnung betrieben hat. Ist schon lange, lange her. Hat sie in der Region kaum gegeben. Aber das ist eine der wenigen. Da vorne, hier stehen noch ein paar mehr, wo ich mich hier gerade rumtreibe. Ja, also das wäre das Thema Atlaszeder. Mit großem Risiko behaftet und mit großer Vorsicht zu genießen. Und vielleicht nochmal allgemein zur Thematik Zukunftsbäume. Was muss man jetzt alles noch bei uns anpflanzen? Was könnte noch alles eine Lösung sein? Ich habe zwar gesagt, die einzige pauschale Lösung für die Zukunft lautet Vielfalt. Das ist das Einzige, was man pauschal auf keinen Fall falsch macht, wenn man es jetzt schon macht. Mit Vielfalt machen wir auf keinen Fall was falsch. Aber wie alles, wie absolut alles, kann man auch Vielfalt übertreiben. Ja? Unser heimisches Ökosystem hier, der Wald, durch den ich gerade laufe, der besteht aus vielleicht 5, stellenweise noch eine 6. Baumart. Und das ist viel. Ja? Hier haben wir Kiefer, da haben wir Buche, es stehen hier auch noch Eichen, es gibt ein paar Tannen, es gibt sicherlich hier und da noch mal eine Douglasie. Und plus minus war es das dann auch noch. Ja? Wenn man noch ein bisschen sucht, findet man da hinten noch ein paar Kastanien. Das weiß ich jetzt, weil ich es weiß. Normalerweise würde man die da gar nicht vermuten. Und das ist extrem artenreich für deutsche Verhältnisse, hier wo ich gerade rumstapfe. Ist das normal? Nee, das ist nicht normal. Und deswegen ist es auch jetzt wieder schwierig, wenn wir auf die schnelle Änderung des Ökosystems aufgrund schnellem Temperaturanstieg reagieren wollen mit ganz schnell die Artenzahl verdreifachen in Sachen der Bäume, dann, naja, das ist im schlimmsten Fall, funktioniert es nicht und die sterben alle, die wir neu anpflanzen. Ja? Also es ist kein Risiko. Aber man muss es auch nicht übertreiben, finde ich. 5, 6 zusätzliche Baumarten, die 5, 6 vielversprechendsten, ja? Um die Vielfalt zu erhöhen, der Kategorie Zukunftsbäume meine ich jetzt. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber es müssen auch nicht 10 oder 15 oder 20 sein, weil es gibt viele, bei denen man sagen kann, ja, könnte funktionieren, aber wozu, wenn wir doch Dingens haben? Ja? Beispiel der Tulpenbaum. Der Tulpenbaum, das geht, der hat ein paar positive Eigenschaften, das geht. An manchen Stellen mag er sogar richtig Sinn machen, weil man da zufällig gerade irgendwie besonders viel Bienenweide braucht. Ja, aber großflächig als die Lösung macht der keinen Sinn, weil da gibt es dann wieder Besseres. Beispielsweise eine Roteiche. Ja? Nur mal so in den Raum geschmissen. Wir müssen also jetzt nicht auf Teufel komm raus jeden neuen in Frage kommenden Baum pushen, pushen, pushen. Es ist... Ja, man weiß nicht, was kommt. Man weiß nicht, was kommt, aber bei denen, die wir jetzt bisher als die besten Kandidaten ansehen, kann man sich halt in so vielen Punkten sicher sein, dass die wahrscheinlich besser sein werden als ein Tulpenbaum. Meiner Meinung nach vielleicht auch besser als ein Atlaszeder. Da traue ich mich noch nicht so ganz zu sagen, ob die jetzt nun gut oder schlecht ist, beziehungsweise ganz toll oder nicht ganz so toll, weil okay ist mindestens, das schon. Aber ja, es ist schwierig. Es ist sau schwierig. Und wenn das leicht wäre, dann gäbe es ja auch nicht so ein Problem. Und deswegen, ja, das ist halt schon ein Thema. Ne? Gut, was war dann noch die letzte Frage?
Muss ich gar nicht nachgucken, die weiß ich noch. Und zwar einmal einen Schnitt machen. Ja, ein Thema habe ich noch, das ist ein bisschen schwierig. Da müsstet ihr selber mal ein bisschen nachgucken, was ihr dazu schon rausgefunden habt, beziehungsweise ich kann euch mal einen Artikel vielleicht verlinken. Und zwar will Tesla, also Elon Musk in Person, der Chef von Tesla, also der Autobauer, nicht Nikolai, die wollen gerne eine große Fabrik nach Berlin bauen, beziehungsweise neben Berlin. Und dafür wollen sie A, jede Menge Wald roden, also 300 Hektar, ist das viel, ist das wenig, kommen wir gleich zu. Und B, wollen sie, allerdings hinterher müssen sie woanders wieder aufforsten, müssen sie, das ist nicht nur die wollen, sondern die müssen. Außer man verteilt ihnen da gesetzeswidrig irgendwelche Ausnahmegenehmigungen. Für illegale Sachen ist natürlich, das kann natürlich passieren, aber davon möchte ich jetzt persönlich nicht ausgehen. Das wäre sehr, sehr spekulativ und einer sachlichen Diskussion sicherlich nicht förderlich. Und das zweite Problem neben dem Waldroden ist natürlich, dass die einen Haufen Wasser verbrauchen werden mit ihrer Fabrik. Und ich sage gleich, ob das jetzt schlimm ist mit dem Wasserverbrauch, das kann ich nicht beurteilen, weil das hängt davon ab, wie viel Wasser in der Region verfügbar ist. Ob das die Region stemmen kann, dass da eben zusätzlich Wasser verbraucht werden soll, und zwar viel, das kann ich wirklich ums Verrecken nicht beurteilen. Ich persönlich würde sagen, meinungsmäßig, wenn das geht, wenn da genug Wasser da ist, dann bitte. Ich meine, so eine große Autofabrik ist für die Wirtschaft vor Ort gut. So. Und jetzt ist eine E-Auto-Fabrik, jetzt werden die einen sagen, der Teufel kommt nach Deutschland. Und die anderen sagen, yeah, E-Auto, sehr gut. Tendenziell fühle ich mich eher der letzteren Gruppe zugehörig, ganz ehrlich. Ob das jetzt allerdings bei uns an dieser Stelle gebaut werden muss oder nebendran in Polen oder nebendran in Frankreich oder wo auch immer in Europa, das spielt für mich jetzt persönlich ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle. Ja? Also der Not-in-my-backyard-Effekt ist mir wurscht, ob das bei uns gemacht wird oder woanders. Aber wegen mir können sie es auch, unser Wald wäre schade, weil der ist keine Kiefernmonokultur, Entschuldigung. Aber wegen mir könnten sie das Ding auch hier irgendwo hinklatschen. Auf 300 Hektar Wald könnte ich in der näheren Umgebung durchaus noch irgendwie verzichten. Wäre ein bisschen schade, aber wäre nicht so schlimm, weil 300 Hektar ist nicht viel. Was sind 300 Hektar? Das sind 3 Quadratkilometer. Das ist quasi die Fläche, auf der 1500 Deutsche wohnen, statistisch gesehen. Da gibt einem schon zu denken, wie überbevölkert wir eigentlich sind. Naja, oder je nachdem, ob man jetzt Stadt, Land, Hektar anguckt, Kilometer anguckt und so weiter. Jetzt die Tatsache, dass der Wald gerodet werden soll. Wie gesagt, zum Wasser, keine Ahnung. Wenn es reicht, ist okay. Wenn es nicht reicht, dann wäre es doof. Ich gehe mal davon aus, dass da irgendwelche Leute sich da Gedanken gemacht haben werden. Wahrscheinlich nicht allzu viele, weil es muss alles schnell gehen. Aber irgendeinen Experten werden sie hoffentlich gefragt haben und der wird hoffentlich korrekt rausgefunden haben, ob es nun geht oder nicht geht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir in Deutschland, das hatten wir auch bisher noch nie, jedenfalls habe ich es nicht mitbekommen, wirklich eine Situation bekommen, wo eine Fabrik den Leuten das Grundwasser sozusagen abzapft und die Leute dann nicht mehr genügend Wasser für ihren eigenen privaten Haushalt zur Verfügung haben. Das wäre jetzt neu. Mag sein, dass das irgendwann mal passiert. Okay, gibt immer ein erstes Mal, aber es würde mich überraschen. So viel zu dieser Thematik. Und ansonsten hängt es wirklich davon ab, ist genug da oder nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. So, jetzt Wald. Ist 300 Hektar Kiefernmonokultur. Ein wertvoller Wald? Nö. Kommt es darauf an, ob der jetzt erhalten bleibt oder nicht? Jein, weil wenn du den einfach nur wegklopst, um eine große Fabrik hinzustellen, dann finde ich das schade. Wenn man den hingegen wegklopft, um eine große Fabrik hinzustellen und an einer anderen Stelle 300 Hektar Laubwald dafür aufforstet, was angeblich der Plan sein soll, Gerüchten zufolge, ja, offizielles gibt es dazu noch nicht zu hören, aber sie müssen mindestens was Gleichwertiges an anderer Stelle als Ausgleichsmaßnahme durchführen, das ist gesetzlich so geregelt. Kann man jetzt auch wieder natürlich der Meinung sein, die halten sich eh nicht an Gesetze. Das ist aber wieder zu einer sachlichen Auseinandersetzung nicht gerade dienlich. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass das stattfinden wird. Und da muss ich sagen, da habe ich lieber 300 Hektar sehr jungen, neuen, artenreichen Wald als 300 Hektar Kiefernplantage. Wer jetzt da noch zu einer CO2-Bilanz haben möchte, Waldroden erzeugt erstmal ordentlich zusätzlich CO2. Neuen Wald anpflanzen dauert eine Weile, bis der wieder CO2 bindet.
Und das Problem ist, in der Region, sollte ja irgendwo in der Nähe noch Möglichkeit sein, wirst du was anderes als Kiefer fast nicht pflanzen können. Das wird saumäßig schwierig. Daher bleibt spannend, was die Ausgleichsmaßnahme sein wird. Oder ob sie die Ausgleichsmaßnahme ganz woanders machen, in Bayern, in Süddeutschland, wo auch immer, keine Ahnung. Da würde es zumindest gehen, einen sehr artenreichen, sehr schönen Wald neu anzulegen. Ja, das bleibt abzuwarten. Aber dieser Wald da, dass der weg soll, das ist nun wirklich, wirklich nicht dramatisch. Und auch für die Leute in der Region, unser Wald muss stehen bleiben und so weiter, die haben da genug. Das ist eine Region mit relativ viel Wald. Also von diesem Kiefern-Monokulturzeug gibt es da jede Menge. Und die werden teilweise ein bisschen weiter fahren müssen oder ein bisschen weiter laufen müssen an eben dieser Fabrik vorbei, um in den Wald wieder reinzukommen. Das betrifft dann aber wirklich nicht viele Leute. Und jetzt muss man sich halt auch die Frage stellen, darf man Volkswirtschaft oder Wirtschaft generell komplett ignorieren? Für die Region sind das natürlich viele Arbeitsplätze, die dadurch dazukommen. Es ist viel Geld, was dadurch in die Region kommt. Und da kann ich auch die Politiker verstehen, die das grundsätzlich per se erstmal gut finden. Ja? So. Aber um den Wald, das ist wirklich, also das kann man echt vernachlässigen. Wie gesagt, gäbe es keine Pflicht zur woanders wieder aufforsten, dann wäre das was anderes. Also dieses Ding da, das ist jetzt nicht der Hambacher Forst. Es ist wirklich eine ganz andere Dimension. Da soll nicht für Kohle ein alter, ökologisch wertvoller Wald weg, sondern da soll ein ökologisch gar nicht wertvoller Wald für Energiewende weg, quasi. Und das ist dann schon wirklich eine andere Dimension. Da kann man jetzt politisch ganz anderer Meinung sein, aber ich würde es nicht vergleichen wollen.